Schön, dass ich hier sein kann und ich freue mich, wir kommen jetzt wieder auf die Olympischen Spiele zu sprechen, einmal kurz. Stellen Sie sich vor, es sind Olympische Spiele und keiner geht hin, fast keiner. Vor 2 Jahren mag das noch wie ein Witz geklungen haben, aber genau solche Spiele sind vor wenigen Tagen zu Ende gegangen. Und stellen Sie sich vor, die Zeremonien haben knapp 132 Millionen Euro gekostet, teure Shows vor fast leeren Stadien. Den Grund dafür kennen wir alle, Covid-19. Und interessanterweise, trotz steigender Fallzahlen, trotz massiver Kritik aus der japanischen Bevölkerung, konnte das größte Sportspektakel schlussendlich doch stattfinden. Auch oder gerade weil einige der Akteure, der beteiligten Akteure, im Fall einer Absage massive wirtschaftliche Verluste hätten hinnehmen müssen. Sendeanstalten sind bereit, horrende Summen zu zahlen für die Übertragungsrechte, Sponsoren für Werbeflächen. Das IOC verdient dick an den Übertragungsrechten. Sie alle sind Gewinner. Und ja, da mag man sich fragen, inwiefern der Sport hier eigentlich noch gesund ist. Was ist gesund an dieser Kommerzialisierung? Aber vor allem Sport ist halt auch nicht nur Kommerzialisierung, sondern vor allem zuerst im Alltag eigentlich zu finden. Viele betreiben Sport. Sport ist gesund, wir haben es gehört. Sport ist aber auch ein Wirtschaftsfaktor. Sport generiert Wertschöpfung, schafft Arbeitsplätze. Und genau das möchte ich jetzt in den nächsten paar Minuten einmal mit Ihnen näher beleuchten, und zwar vor allem an dem Beispiel der Schweizer Sportwirtschaft. Aber bevor wir uns dem widmen, möchte ich noch einmal ganz kurz bei den Megasport-Events bleiben. Und die hier aufgeführten Beispiele zeigen recht deutlich, wie wir es auch gerade eben schon gesehen haben, in der Entwicklung der Mediatisierung der Sportevents, dass eben diese Events und damit auch die dahinterstehenden Verbände eine massive Kommerzialisierung durchlaufen haben. Und dies vor allem oder dank der geradezu explodierenden Einnahmen aus den TV-Übertragungsrechten. Und speziell am Beispiel der Olympischen Spiele lässt sich recht gut aufzeigen, wie eigentlich so die Querverbindung der globalen Sportwirtschaft ausschauen. Stichwort TV-Einnahmen. Für die Einnahmen des Internationalen Olympiakomitees kommen halt vorrangig aus den vergebenen Übertragungsrechten. Aber ein Teil des Überschusses dieser Einnahmen wird dann umverteilt, und zwar an die internationalen Sportverbände und an die nationalen Olympiakomitees, die damit dann wiederum den Sport fördern sollen. Stichwort olympischer Medaillenspiegel. Um, sagen wir mal, im internationalen Vergleich als Nation auftrumpfen oder zumindest mithalten zu können, investieren Regierungen teilweise massive Summen in Sportförderung, vom Breitensport bis in den Spitzensport, Sportinfrastrukturen. Und ebenso Stichwort Medienpräsenz. Viele Unternehmen machen sich die Medienattraktivität der Spiele zu nutzen, um dann Werbeflächen zu nutzen, neue Kundschaften zu generieren. Interessanterweise muss man dazu sagen, dass in dem Top-Programm von den Olympischen Spielen die 14 Sponsoren, die dort aufgeführt werden, keiner hat direkt irgendetwas mit Sport zu tun, aber alle nutzen sie den Sport, um selber daraus Profit zu betreiben. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass die Medienattraktivität, die Medienpräsenz auch für die Athleten einen Vorteil hat, weil dadurch leichter Sponsorenverträge abgeschlossen werden können. Wenn man jetzt die Sportwirtschaft volkswirtschaftlich ermessen möchte, muss man natürlich zuerst einmal definieren, was Sport eigentlich ist. Das haben wir gerade eben schon beispielhaft gesehen. Und genau. Eine ähnliche Folie gab es gerade eben auch schon einmal, und zwar zur Sportaktivität der Schweiz. Die Schweiz kann sich zu Recht damit rühmen, eine sehr sportliche Nation zu sein.
Nur 16% geben an, nie Sport zu treiben. 1978 waren es noch 30%. Ganz egal, ob jetzt dieser Sprung oder wodurch dieser Sprung jetzt zustande kam in den letzten Jahren. Im internationalen Vergleich steht die Schweiz zwar schlechter da als Finnland, wo es nur 13% sind, die angeben, nie Sport zu treiben, aber deutlich besser als zum Beispiel Italien, wo 62% angeben, nie Sport zu treiben. Aber Sport ist nicht nur eine überaus beliebte Freizeitaktivität, sondern Sport ist auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Und wenn wir die wirtschaftliche Bedeutung sozusagen messen wollen, dann müssen wir natürlich jetzt erstmal schauen, was gehört überhaupt zu der Sportwirtschaft. Und eben die Sportwirtschaft ist kein herkömmlicher Wirtschaftszweig, sondern die Sportwirtschaft ist eine Querschnittsbranche, wie zum Beispiel auch die Tourismus- oder die Kulturwirtschaft. Und das bedeutet, dass die Sportwirtschaft sich nicht einfach aus den Wirtschaftsstatistiken ableiten lässt. Nehmen wir zum Beispiel den Wirtschaftsbereich Handel. Detailhandel mit Sportwaren wird zum Handel gezählt. Wirtschaftliche Folgen von Sportunfällen gehört zur Gesundheit. Sportunterricht, Sportstudium wird der Erziehung und Unterricht zugerechnet. Administrationskosten für das BASPO werden der öffentlichen Verwaltung zugerechnet. In der Schweiz wurden jetzt 9 Sportbereiche definiert, identifiziert. Da muss man jetzt auch wieder sich fragen, okay, was ist denn eigentlich das Ziel? Was wollen wir darstellen? Und genau diese Frage, diese Frage stellte sich die Studie Sportwirtschaft Schweiz in der ersten Durchführung 2008. Und seit 2008, mit Bezugsjahr 2005, wird diese Studie periodisch alle 3 Jahre durchgeführt, um die Entwicklung des Sports und der einzelnen Sportbereiche aufzuzeigen. Und Ziel der Studie ist die Ermittlung der direkten ökonomischen Bedeutung des Sports. Das heißt, der Anteil der Branche am BIP der Schweiz und das Beschäftigungsvolumen. Und direkt bedeutet in dem Fall, dass es sich wirklich, das sind Effekte, die direkt durch die Sportbranche ausgelöst werden. Gleichzeitig schaut die Studie aber auch auf die indirekten Wirkungen. Das heißt, das sind in anderen Branchen ausgelöste Nachfragen- und Einkommens- und Investitionseffekte. Ebenso beleuchtet sie die wirtschaftliche Vielfalt und Bedeutung der Querschnittsbranche und die Entwicklung der Sportwirtschaft über die Zeit. Und genau das schauen wir uns einmal an. Wo steht die Sportwirtschaft Schweiz? Wie hat sie sich entwickelt? Insgesamt ist die Sportwirtschaft, wie auch die Gesamtwirtschaft der Schweiz, von 2005 bis 2017 gewachsen. Hierbei muss man sagen, also um aus volkswirtschaftlicher Sicht die wirtschaftliche Leistung einer Branche zu bestimmen, ist die Bruttowertschöpfung die wichtigste Größe, denn sie misst den Beitrag einer Branche zum Bruttoinlandsprodukt. Und in der Schweiz ist sie tatsächlich stark gestiegen, könnte man jetzt sagen, zwischen 2005 und 2017. Allerdings weniger als die Gesamtwirtschaft der Schweiz. Bei der Beschäftigung sieht man nun, dass die durch den Sport ausgelöste Beschäftigung im Vergleich zur Wertschöpfung weniger gestiegen ist. Das liegt aber auch daran, dass die Arbeitsproduktivität im gleichen Zeitraum gewachsen ist. Das heißt, mit weniger Arbeit können wir mehr produzieren, sei es durch technologische Fortschritte, nicht unbedingt, weil eine Person auf einmal mehr produziert, sondern es sind mehr wirklich solche Umstände. Im Betrachtungszeitraum 2014 bis 2017, also das ist die letzte Studie gewesen, die gemacht wurde, hat die Sportbranche, die Sportwirtschaft einen Beitrag zum BIP der Schweiz von 1,7% geleistet und zur Gesamtbeschäftigung von 2,4%.
um das sich einmal kurz vorzustellen, damit ist sie vergleichbar von der Wertschöpfung mit dem Maschinenbau und von der Beschäftigung mit der Forstwirtschaft. Wenn wir das mit Deutschland vergleichen, da Deutschland ist, glaube ich, bei 2,4, also etwas höher im BIP. Aber genau. Und jetzt einmal, was ich hier kurz aufzeigen möchte, ohne jetzt auf die Zahlen weiter einzugehen, ist vor allem, was sind die Treiber und was sind die Bremsen der Sportwirtschaft in den letzten Jahren gewesen. Und da zeichnen sich tatsächlich diese vier Perioden der letzten der Studien recht gut voneinander ab. Und zwar war ein deutliches Wachstum von 2005 bis 2008 zu sehen, speziell in den Bereichen Sportdienstleistung und Sportmedien. Und die Treiber dahinter waren jetzt die Fußball-Euro 2008 und die Olympischen Sommerspiele in Beijing. 2008 bis 2011 gab es einen leichten Rückgang, auch bedingt durch die Weltfinanzkrise. 2011 bis 2014 hat sich dann die Sportwirtschaft wieder leicht erholt, auch durch einen Boom bei den Fitnessstudios und Fitnesszentren. Also da gab es zum Beispiel bei den Sportanlagen einen ziemlichen Zuwachs, aber auch bei dem Sportbereich Sportverbände und Vereine. Und hier sind vor allem die drei größten internationalen Sportverbände, die in der Schweiz ansässig sind, FIFA, UEFA, Olympiakomitee, die maßgeblichen Treiber gewesen, die dank steigender Marktpreise von Event- und Sponsoringrechten eine gestiegene Wertschöpfung, eine massiv gestiegene Wertschöpfung verzeichnen konnten. 2014 bis 2017 gab es ebenfalls einen weiteren Anstieg. Und hier waren es auch wieder die Sportverbände und Sportvereine, und zwar dank eben des anhaltenden Booms immer noch der Event- und Sponsoringrechte, die da wirklich massive Anstiege in den Marktpreisen zu verzeichnen hatten. Nun möchte ich einmal ganz kurz die Entwicklung von zwei Sportbereichen am Beispiel vom Sporttourismus und von den Vereinen und Verbänden noch einmal aufzeigen. Und zwar ist das einmal das Bezugsjahr 2005 verglichen mit dem letzten Bezugsjahr 2017. Einer der großen Verlierer, kann man sagen, ist der Sporttourismus gewesen. Und einer der großen Gewinner sind die Sportvereine und die Sportverbände gewesen. Beim Sporttourismus muss man sagen, dass noch bis 2014 der Sporttourismus tatsächlich mit den Sportanlagen den größten Anteil an der Sportwirtschaft, also diese zwei Bereiche hatten den größten Anteil an der Sportwirtschaft. Das hat sich dann 2017 geändert und der ist gesunken, der Anteil. Das heißt nicht, dass die Wirtschaft zurückgegangen ist. Erst der Anteil an der Gesamtwirtschaft, an der Gesamtsportwirtschaft Schweiz ist einfach kleiner gewesen. Und Grund dafür sind zum Beispiel rückläufige Logierrechte im Winter, sowie Skitage in den Bergregionen, mangelnder Schnee, Klimawandel. Rückläufige Logiernächte sind zum Teil auch durch die starke Aufwertung des Schweizer Frankens bis September 2011 und dann danach die Aufhebung der Wechselkursgrenze zum Euro durch die Schweizer Nationalbank. Ebenfalls, das hat sich einfach alles zusammen negativ auf den Sporttourismus ausgewirkt. Weniger ausländische Touristen, genau. Das zweite Beispiel, eben die großen Gewinner, die Sportvereine und Verbände. Und hier muss man eben sagen, also es gibt in der Schweiz, ich weiß nicht, wie viele Sportvereine und Verbände, aber ich glaube um die 20.000. Den größten Anteil zu diesem Sportbereich haben drei Verbände getragen. FIFA, IOC und UEFA. Das eben dank, also sind insgesamt in diesem Sportbereich, ich habe es gerade gesagt, nehmen wir den Topf, es sind 20.000 Sportverbände und Vereine da drin. Drei haben insgesamt alleine
45% der Wertschöpfung dieses Sportbereichs erwirtschaftet. Und das geht auch eben auf die Erträge aus den Sponsoring- und Eventrechten zurück. So, nachdem wir hier einen kurzen Rückblick über, wie hat sich die Sportwirtschaft entwickelt, gemacht haben, möchte ich gerne eine kleine Vorausschau wagen und zwar fragen, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Schweizer Sportwirtschaft haben könnte. Dazu muss man sagen, dass also aus den Statistiken lässt sich die Auswirkungen der Pandemie bisher noch nicht ableiten. Aber ich wage zu behaupten, dass es schon erste Hinweise gibt, wer die Gewinner und wer die Verlierer sein könnten. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und drei Sportbereiche ein wenig angeschaut und geschaut, wie es sich da entwickelt hat. Der erste sind wir wieder bei den Vereinen und Verbänden. Hier geht es vor allem um den Bereich der Sportveranstaltungen. Also in der Schweiz werden jährlich 23.000 Sportveranstaltungen durchgeführt und regelmäßige und unregelmäßige und einmalige. Und aber speziell die Absage von den Großevents können wir mal davon ausgehen, dass es zu geringeren Einnahmen bei den internationalen Sportverbänden führen wird. Die Eishockey-WM ist abgesagt worden, die Rad-WM ist abgesagt worden, die Winter-Universiade ist abgesagt worden. Aber auch sowas wie Verschiebung der Olympischen Spiele sollte man meinen. Also ich habe hier die Beispiele, die ich genannt habe, das sind tatsächlich Beispiele, die auf Schweizer Boden stattfinden. Da geht es einmal um die Einnahmen, die die Organisatoren haben und dann natürlich versteuern oder wie auch immer. Aber es geht auch um die Einnahmen, die jetzt zum Beispiel das IOC mit den Olympischen Spielen im Ausland macht, die dann auch in der nächsten Sportwirtschaftsschweiz 2017, 2020 vermutlich mit einem schwächeren Wachstum im Bereich Sportvereine und Verbände sich wahrscheinlich widerspiegeln werden. FIFA World Cup hat zum Glück noch keine Auswirkungen gehabt. Da werden wir noch sehen, ob das nächstes Jahr oder wie das stattfinden wird. Interessanterweise, was ich gesehen habe, Eishockey-WM, der internationale Hockeyverband, hat eine Versicherung abgeschlossen gehabt und das schon vor der Pandemie, die auch die Pandemie mit einschließt. Und somit haben die null Verluste gehabt. Also die haben tatsächlich die gesamte Versicherungssumme ausgezahlt bekommen, die in etwa ihren Verlusten entsprach. Und auch die Organisatoren haben eine Versicherung abgeschlossen und haben tatsächlich nach Auszahlung der Versicherungssumme, da wurden dann noch Abzüge für Rückerstattung, für die Tickets und Sponsoren abgezogen. Und sie haben trotzdem einen Gewinn von 12,4 Millionen erwirtschaftet, ohne überhaupt stattgefunden zu haben. Aber, was man da hinzufügen muss, was natürlich wegfällt, sind die sportbezogenen Tourismuseinnahmen, weil man davon ausgehen kann, dass natürlich Fans, Touristen gekommen wären, konsumiert hätten, übernachtet hätten. All das wird dann trotzdem fehlen in der Rechnung. Zweites Beispiel, Sportanlagen. Da ganz speziell habe ich mir einmal die Fitnessstudios angeschaut, weil ich groß gesehen habe, Pleitewelle droht im Sommer. Wir haben gerade eben gesehen, dass zwischen 2011 und 2014 gerade die Fitnessstudios einen Boom erlebt haben. Der individualisierte Sport, man möchte Sport machen, wann man will und wie man will. Eben, Fitnessstudios haben geboomt und jetzt könnte die Pleitewelle drohen. Denn selbst nach dem Lockdown ist es einfach so, dass der Betrieb aufgrund der eingeführten Schutzkonzepte recht runtergefahren wurde, in vielen Fitnessstudios auf 40% Kapazität lief. Um die Fixkosten aber zu decken, 60% Auslastung notwendig sind. Hinzu kommt, dass die Vermieter vieler Fitnessstudios nicht sehr entgegenkommend waren bei Mietminderungen während des Lockdowns und im Sommer auch weniger Leute Abos nehmen, weil sie draußen Sport machen. Und hinzu kommt auch, dass 2/3 der Fitnessstudios Einzelunternehmen sind, also nicht einer Kette angehören und damit natürlich auch weniger finanziellen Spielraum haben. Hier wird sich auch noch zeigen, inwiefern diese Pleitewelle tatsächlich kommt und wie sie sich auf die Sportwirtschaft auswirkt.
Und das dritte Beispiel, Sportproduktion, Stichwort Veloboom, haben Sie sicherlich alle auch schon mehrfach dieses Jahr oder letztes Jahr gelesen. Dank Corona ist die Nachfrage nach Fahrrädern stark gestiegen und große Gewinner hierbei sind die Hersteller von E-Bikes. 2020 wurden tatsächlich 25% mehr E-Bikes verkauft als noch 2019. Und das Beispiel des E-Bike-Herstellers Flyer zeigt zum Beispiel, in kürzester Zeit wurden 100 neue Mitarbeiter eingestellt, um eben mit dieser Nachfrage Schritt halten zu können. Und 100 neue Mitarbeiter bedeutete ein Drittel neue Mitarbeiter. Und anderes Beispiel ist Scott, Fahrradhersteller. Scott hat bereits alle Fahrräder mit oder ohne Batterie für 2022 verkauft. Von daher, diese drei Beispiele geben vielleicht einfach einen kurzen Eindruck davon, was uns erwartet. Und wir werden es dann in der nächsten Studie hoffentlich sehen. Damit möchte ich abschließen und freue mich auf die abschließenden Diskussionen zu den persönlichen Meinungen, wo die Sportwirtschaft allgemein hingeht und wo die Sportwirtschaft Schweiz steht oder stehen sollte. Und vielen Dank. Danke schön.